Ein Leben mit Depressionen. Unsere Gäste erzählen darüber. Silvia Seidel, die Schauspielerin, wuchs quasi mit der Krankheit auf. Kindheit und Jugend waren geprägt von ihrer schwer depressiven Mutter, die sich schließlich das Leben nahm. Die Erfahrung prägt sie bis heute. Ja, bei ihrer Mutter war es so, Frau Seidel. 1992, das Ende einer langen Geschichte, die Sie als Betroffene, nicht als Betroffene, sondern als Angehörige erlebt haben. Erzählen Sie uns ein bisschen was? Fragen Sie mich bitte konkreter, ja, weil wenn ich einfach so erzähle, dann dauert das eine Woche. Nein, das ist immer schwierig, ich muss mich da auf gewisse Sachen beschränken und das ist sehr umfangreich. Ja, also wie ging es Ihnen? Hatten Sie das Gefühl, als sich Ihre Mutter umgebracht hat, dass Sie hätten das etwas dagegen tun können? Das hat, glaube ich, jeder Mensch, der einen nahestehenden Menschen verliert, ob der sich umbringt oder auf andere Art und Weise das Leben verliert. Man denkt immer, hätte ich doch, ist doch der Schmerz, die Melancholie, die Trauer, man möchte den Menschen zurückhaben, man ist ja viel egoistischer eigentlich als der, der endlich seine Ruhe hat. Ja klar, also das war auch natürlich einer von 5 Milliarden Gedanken. Einer von 5 Milliarden? Mhm. Ja, Sie müssen mir konkrete Fragen stellen. Das ist wirklich schwierig, ja, ich denke mir, es ist so zu plaudern. Es ist einfach schwierig, sich vorzustellen, dass man immer so mit der Todessehnsucht der Mutter konfrontiert wird als Kind. Ja, also es wurde ja gerade gesagt, dass die Betroffenen sich zurückziehen und verkapseln und nicht sprechen. Meine Mutter hat viel gesprochen, nur leider mit mir und nicht mit anderen Leuten. Ja. Also am meisten mit mir. Ja. Ich war so eigentlich in dieser Familie, in unserer Dreierkonstellation der totale Mittelpunkt. Von meiner Geburt an, was auch Dreierkonstellation war Vater? Mein Vater, meine Mutter und ich. Ja. Und Sie? Dass so ein sogenanntes Wunschkind mit irrsinnig viel Liebe großgezogen wird. Und diese Liebe hat mich auch stark gemacht. Nur ich habe das mittlerweile so formuliert für mich, dass ich so viel Liebe gekriegt habe, die mich so stark gemacht hat. Und die Leute, die mir die Liebe gegeben haben, haben es auch eigentlich wieder zurückgenommen, indem sie all die Stärke zurückgezogen haben und die sie mir gegeben haben, um das zu meistern. Und jetzt stehe ich da. Mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben, da kam es nochmal so richtig alles hoch. Und dann denkt man sich, ich bin so eine Puppe, der mal alle Arme und Beine ausgerissen hat. Ich liege da und jetzt muss ich schauen, wie ich das alles zusammensetze. Weil dazu kam natürlich meine über Nacht, meine riesige Bekanntheit, ein Job, der mich, so wie bei Ihnen, das Fußball, mich mir hat mal was gebracht hat. Da habe ich endlich mal irgendwas gemacht, was ich gut gemacht habe, wo ich mich wohl gefühlt habe. Und da hatte ich Selbstvertrauen und Mut und hätte auch so jung wie ich war, mit 17, fast 18, dann sehr viele weise, richtige Entscheidungen getroffen für meinen weiteren Lebensweg, die mir verstellt wurden. Dieses ganze Chaos, was da geherrscht hat. Mit der Mutter, mit dem Vater, der mich festgehalten hat. Und ich wollte alles zurückgeben, wollte Liebe geben, war selber in dem Alter, wo man vom Mädchen zur Frau wird, wo man keine Frau hat, sondern ein Kind vor sich. Und das hatte ich schon lange vor Anna. Saß sie schon da und hat, also das sind so viele Sachen, die meine Mutter hatte, die man eben erst nicht weiß, dass das alles mit dieser Krankheit zu tun hat. Sie hat mit 17 schon den Kopf in Gasherd gelegt und die Tür zugesperrt. Also sie hat das nicht gemacht, wie überall zu lesen war, mein Vater und ich uns so eine schöne Zeit gemacht haben nach Anna. Das hat ganz andere Gründe, ne? Und jetzt haben Sie Anna so häufig erwähnt, jetzt müssen wir es aber unbedingt angucken, ein paar Szenen. Habe ich doch gut gemacht. Ja, die Überleitung. Ja, na klar. Und zwar, es ist einfach so, dass Sie in dieser Zeit, in der Sie diese Anna gespielt haben, in dieser Zeit war Ihre Mutter eben auch krank. Und das weiß man ja natürlich nicht. Sie war lange vorher schon krank. Genau. Und sie kam während der Dreharbeiten das erste Mal in die Klinik. Genau, also unter diesem... Und dann ging es richtig los. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns jetzt ein paar Szenen aus dieser Geschichte an. Die Geschichte einer Balletttänzerin, die alles sehr berührt hat, zwischen Weihnachten gesendet. Mancher wird sich noch erinnern, ein paar Szenen daraus. Ich werde dich in Zukunft entsprechend deinem Talent fördern. Dankeschön. Nur kann ich Ihnen da nicht allzu viele Hoffnungen machen. Mein Talent hängt nämlich an einem seidenen Faden. In deinem Alter auch ganz schön verrückt. Du? Ja. Mein großer Schwamm war nicht Papa. Was? Älterer Junge aus der Schule. Den brauchte ich bloß zu sehen, dann habe ich schon rote Ohren gekriegt. Und Papa, der Arme. Habe ich doch damals gar nicht beachtet. Sag schon, was willst du machen? Doch Paris, ne?
Ja, in dieser Serie hat man das Gefühl, und gerade in dieser Szene, auch Ihnen steht die Welt offen. Paris, vielleicht geht sie nach Paris. Sind Sie denn im wirklichen Leben dann später auch überall noch hingekommen? Ich bin viel rumgekommen durch meinen Job, ja. Mhm. Aber das war immer alles mit einem weinenden Auge. Also ich war zum Beispiel in Rom bei Dreharbeiten. Mein Vater hat mich begleitet, weil ich sehr, im Vergleich zu anderen Leuten in dem Alter, sehr viel Angst hatte. Also ich hätte es auch allein gekonnt, nur er hat einfach den Mut gehabt, mich wirklich hintern zu treten und gesagt, das machst du schon, weil nach 2 Tagen hätte ich das auch allein gekonnt. Also war er dabei, es war auch zu Hause alles geklärt. Und ich war zum Beispiel in Rom und das war sehr schön und das sind Erlebnisse und es ist toll. Und am letzten Tag gehen wir ins Hotel und kriegen an der Rezeption die Nachricht, dass meine Mutter gerade gerettet wurde von einem Selbstmordversuch. Und wir fliegen nach Hause und ich habe da in der Klinik etwas gesehen, was mich extrem schockiert hat. Das war ein ganz schlimmer Moment, einen Menschen in einem Gitterbett zu sehen, der so böse und verzweifelt ist, dass er noch lebt, dass ich gar nicht bis zum Bett gekommen bin. Ich habe nur dieses Teufelsgesicht gesehen, die Frau, für die ich alles gemacht habe. Und ja, ich jeden Tag gesagt habe, wenn du das tust, ruinierst du mein Leben, was auch passiert ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Und die lag da und ich bin einfach umgedreht und bin losgelaufen. Ich weiß nicht, wie viele Stockwerke in dieser Klinik nach unten zu dem Auto, wo Freunde von mir saßen. Ich habe nichts gesehen, keine Treppen, ich bin einfach nur raus. Ja, und dann bin ich in Australien gewesen, 7 Monate. Wo danach, das war schon ausgemacht, dieser Vertrag. Ich wollte da eigentlich gar nicht hin, weil in der ersten Sekunde meine Mutter hat sich versucht, ich gehe nur, alle gesagt, mach das, man kann ja eh nicht helfen. Ja. Ja, ja, ja. Ablenkung gut, war natürlich auch gut. Im Nachhinein denke ich mir, Gott sei Dank habe ich das wenigstens gemacht, dann habe ich wenigstens da auch tolle Zeiten gehabt. Aber parallel jemand in der Klinik, all die Monate, wo man sich dumm und dämlich telefoniert, aus Sorge. Mein Vater, auch der Arzt, hat gesagt, fahren Sie mit, Sie können nichts machen. Ja. Und ich komme nach Hause, nach Australien, habe diese tollen Sachen erlebt, sehe meine Mutter, die durch Medikamente sowas von entstellt war körperlich, weil da auch keiner drauf geachtet hatte. In der Klinik ist viel Personalmangel, vieles wird eben auch einfach so mit Tabletten gelöst. Also das war ganz schlimm und relativ kurz danach hat sie sich dann umgebracht. Und wenn ich heute Leuten oder ich bin mit Kollegen auf Tournee, die sagen, boah, toll, du warst in Australien, du warst dort, das war auch toll, sage ich, das war ganz toll. Aber immer das war immer ganz toll und ich kam nach Hause und da war das und ich kam nach Hause und da war das und nebenbei war halt viel Presserummel und viele Sachen, die ich gar nicht wollte und machen musste und das war ein absolutes Chaos. Kann denn sein, dass da Dr. Althaus viel falsch gemacht wird, auch in den Kliniken und bei den Ärzten? Oder ist das eine Geschichte, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt 10 Jahre her, 15 Jahre her, hoffentlich hat sich da was dran geändert? Also ich denke, alle Kliniken versuchen natürlich immer ihr Bestes zu machen und alle Ärzte, alle Psychologen versuchen immer ihr Bestes zu geben. Aber wir wissen manchmal viele, viele Jahre später, dass manche Vorgehensweisen vielleicht nicht ganz ideal sind und alle versuchen natürlich immer dazu zu lernen. Ich kann das jetzt in dem Einzelfall natürlich überhaupt nicht beurteilen, was da schlecht gelaufen ist, was da richtig gelaufen ist. Aber was an Ihrem Beispiel so deutlich wird, das ist, wie unglaublich tiefgehend und schrecklich eine Depression sein kann, dass ein Mensch so weit kommt, seine geliebten Menschen, und ich habe gar keinen Zweifel, dass ihre Mutter sie natürlich geliebt hat, ja, seinen liebsten Menschen sowas anzutun, weil jedes Gefühl für die Welt und auch die anderen Menschen verloren geht. Ja, Depression gehört zu den affektiven Erkrankungen. Das heißt, da ist das ganze Gefühlsleben weg. Es ist zerstört, es ist gelähmt. Und genau das muss auch mit ihrer Mutter passiert sein, dass sie die Liebe, die Zugehörigkeit nicht mehr erleben und empfinden konnte. Und es ist ganz extrem schlimm für die Menschen auch, dass sie Sonne nicht mehr als schön empfinden können. Meine Mutter saß vor mir und hat gesagt, ich bin doch keine Mutter mehr für mich, für dich. Du hast doch nichts von mir. Ich habe gesagt, du wärst mir im Rollstuhl ohne Beine, ohne Arme, lieber als gar nicht mehr. Was wollte ich denn? Ich habe alles Mögliche versucht. Ja. Aber diese Kraft aufzubringen, weil man antriebslos ist, man also schafft es nicht. Die hat im Bett gelegen den ganzen Tag, Hospitalismus, Jalousien runter. Aber noch nicht mal ein Glas Wasser, also ein Glas abzuwaschen. Aber dann diese unheimliche Kraft und auch diese Planung logistisch, aus der Klinik abzuhauen, sich diese extremen Medikamente zu besorgen, wie auch immer sie die bekommen hat und solche Geschichten. Und das zu tun, also um sich endlich zu erlösen von dieser grausigen Situation. Ich finde, was man auch noch deutlich sieht, ist, wie sehr eigentlich Angehörige versuchen, das mit ihren eigenen Mitteln irgendwie zu stemmen.
Ja, also naja, man ist ja nicht ausgebildeter Therapeut. So. Man macht Sachen, wo man weiß, das freut sie. Ja, genau. Ich hab mir die Finger wund geputzt zu Hause, also, weil es sauber sein soll, weil sie das mochte. Und Frau Enke sagte irgendwie, ich habe es mit Liebe versucht. Wir haben es versucht, ja, mit natürlich. Liebe zu kriegen, aber Liebe reicht eben nicht aus. Nein. Da habe ich mich dann auch gefragt, ja, braucht es mehr? Ja. Die Liebe kann ja gar nicht ausreichen, weil die Liebe ja bei einem Depressiven nicht ankommt. Nicht mehr, der Althaus hat das ja eben sehr schön gesagt. Sie sind ja als Depressiver, sind sie von ihren Gefühlen im Extremfall total abgeschnitten. Mhm. Und auch wie Sie es gesagt haben, eben Frau Seidel, wenn Sie Ihre Mutter so erlebt haben, das war ja schrecklich für Sie, kaum aushaltbar, aber sie war wohl so schwer und tief depressiv, dass sie noch nicht mal mehr ihre Muttergefühle Ihnen gegenüber zeigen konnte. Und das ist für einen Angehörigen ein absolutes Gefühl der Hilflosigkeit, der Ohnmacht. Ja. Und das müssen Angehörige auch erstmal aushalten. Und ich halte Sie für eine starke Frau, dass Sie das alles aushalten können. Man ist ohnmächtig. Also die Liebe habe ich schon gemerkt. Was in ihrem Beispiel besonders wichtig ist, ist, dass es zeigt, dass die Kinder total überfordert sind. Und da muss man immer sagen, es darf nicht die Verantwortlichkeit der Kinder oder gar der minderjährigen Kinder sein, irgendwas für die Eltern zu tun. Die Ehefrau kann es eigentlich auch häufig nicht tun. Es sind die nächsten Familienmitglieder oft zu nah dran. Und es bräuchte oft jemanden, der vielleicht eher ein Freund der Familie ist oder der vielleicht manchmal auch sogar ein Hausarzt. Einfühlung, aber trotzdem eine gewisse emotionale Distanz haben. Die kann einem Menschen in so einer Situation, kann hilfreich sein, kann helfen. Man merkt, wie weit Sie schon gekommen sind, denn eigentlich wollten Sie uns auch noch Ihre Geschichte erzählen und das sollten Sie auch noch tun. Denn bei ihr war eigentlich doch wirklich diese schwere Hypothek, die sie uns jetzt geschildert hat. Sie sagt, es hat ihr Leben schwer beeinflusst, auch bis heute, während bei Ihnen ja alle Ampeln auf grün standen. Das Ende einer langen Geschichte, die Sie als Betroffene, nicht als Betroffene, sondern als Angehörige erlebt haben. Also es ist immer schwierig, ich kann nicht mehr genau sagen, wann in meiner Erinnerung die ersten Erinnerungen an die Krankheit stattgefunden haben, weil sie hat es scheinbar immer gehabt, sie hat mit 18 das erste Mal versucht, sich umzubringen. Das wissen wir von einer Freundin, also da kannte sie meinen Vater nicht, mich noch nicht. Und in unserer Familie, ich habe mit meinem Vater jetzt auch nochmal extrem lang gesprochen vor der Sendung, weil er auch vieles weiß, was ich vergessen habe. Es fing nach meiner Geburt eigentlich langsam an. Da habe ich keine Erinnerung, logischerweise. Sie war eine liebende, fantastische Mutter. Und der Kindergarten und die ersten 4 Volksschuljahre, da habe ich eigentlich ausschließlich gute Erinnerungen. Da waren die ersten kleinen Schübe. Das fängt ja sehr klein an. Das ist mal ein trauriger Tag, ein seltsamer Tag. Dann ist vielleicht ein Jahr nichts, dann kommt das wieder. Und dann werden die Abstände kleiner und die Schübe werden ernsthafter und größer. Und das zog sich dann hin, wo es extrem wurde, eigentlich schon bevor ich diese Anna gedreht habe, und war es schon sehr, sehr schlimm. Und während wir gedreht haben, kam sie das erste Mal, nachdem sie zwischen 14 und 18 Neurologen und Psychologen und was der Geier alles hatte, kam sie das erste Mal in ein Krankenhaus, weil es so schlimm war. Es war, während wir gedreht haben. Also meine Mutter kam immer nach Hause und war völlig frustriert, so, wenn man so fragte, und wie ist der neue Arzt und was war da wieder? Er hat gemeint, ach, die gucken immer nach unten, die schauen mich gar nicht an, die fragen mich blöde Fragen und ich habe das Gefühl, sie interessieren sich nicht für mich. Und es wurden Tabletten verschrieben und gewartet und wieder zu den Sitzungen gegangen, wo meine Mutter irgendwann angefangen hat, die Ärzte auszufragen, weil sie es einfach auch blöd fand, was man da erzählen soll.
Da war sie auch sehr schwierig. Fiel sie da total aus? Ja, irgendwann ja, total. Und dann hat sie natürlich noch mehr drunter gelitten, weil ihr das auch leid tat. Und ich habe mit ihr also sehr, sehr täglich stundenlange Gespräche geführt, in einem Alter, wo man eigentlich, glaube ich, nicht so Gespräche führen sollte. Und das hat ihr gut getan, da hat sie sich auch irrsinnig festgeklammert. Und am Ende des Gesprächs hatte man immer das Gefühl, ja, jetzt, jetzt, jetzt. Und am nächsten Tag ging es wieder los. Und es ist so grauenhaft. Und irgendwann ist halt auch der Totalausfall, weil sie auch nichts mehr tun kann. Und man springt selbstverständlich ein. Und ihr Vater auch? Ne? Ja, mein Vater hat in seiner Position und aus der Generation, aus der er kommt, das getan, was er konnte. Also mein Vater ist eben ein Mensch, der wollte immer für die Familie alles richtig machen und die Familie schützen, also in dem Fall zwei Frauen schützen und immer dafür da sein. Er hat sie überall hingefahren, er hat die Mutterrolle mit übernommen, er kam sich saudumm vor, hat er mir oft gesagt, immer der einzige Mann zwischen lauter Frauen zu sein, in den Elternsprechstunden, zum Ballettunterricht, alles. Mein Vater hat mir sogar die ersten Tampons gekauft und er hat sich zu Tode geschämt in der Apotheke. Ich war ein sogenannter Spätzünder. Ich hatte viele Sachen noch gar nicht gemacht, weil ich noch nicht so weit war. Und diese Geschichte mit dem Film, nicht, dass ich berühmt wurde, sondern ich habe etwas für mich entdeckt, was ich nie zuvor hatte. Ich war schlecht in der Schule, ich war auch im Ballett nicht besonders gut. Ich hatte vor wahnsinnig vielen Sachen Angst, ich war sehr schüchtern, ich war ein Spätzünder. Und da hatte ich etwas, wo ich aufgeblüht bin, die Arbeit. Die Prominenz und das Drumherum, das habe ich gehasst. Das war grauenhaft, da habe ich auch jahrelang drunter gelitten. Aber die Arbeit, deswegen habe ich mich auch für diesen Beruf entschieden und mache ihn bis heute, zu spielen, das war für mich großartig. Ich habe Dinge erlebt und Stimmungen in mir, die ich nicht kannte. Und das ständig, das haben Sie gerade schon selbst angesprochen, unterdrückt, weil jemand so verzweifelt traurig ist, dass er einen anfasst und Mauselein, hilf mir doch bitte, und das ganze Gesicht bebt und jeden Morgen kommt sie ins Zimmer und das Erste, was ich sehe, wenn ich die Augen aufmache, vor einem 16-Stunden-Drehtag, ist meine Mutter, die zittert und bebt und sagt, mir geht's so schlecht, ich weiß nicht, was ich machen soll, hilf mir. Ja? Und, hat sie und damals schon von Suizid gesprochen? Täglich. Täglich, täglich, Jahr aus, Jahr ein. Man muss Kunst nicht studiert haben, um sie zu verstehen. Einfach ansehen und warten, bis das Bild zu einem spricht. Das hast du gemacht, Frau. Sehr gut, mein Lieber. Man denkt immer, hätte ich doch, ist doch der Schmerz, die Melancholie, die Trauer, man möchte den Menschen zurückhaben, man ist ja viel egoistischer eigentlich als der, der endlich seine Ruhe hat.